Willkommen zu Frequent Traveler TV. Die heutige Ausgabe geht um die Lufthansa und wie die Lufthansa Federn gelassen hat. Nichts spiegelt die Krise mehr wider als die Flotte einer Fluggesellschaft. Also man sieht, wie viele Flugzeuge betrieben wurden 2019 im Vergleich zu jetzt 2020. Und da kann man einfach mal schauen. Lufthansa hat zum Beispiel bekannt gegeben, es war irgendwie Oktober, 125 Flugzeuge in der gesamten Lufthansa Group. Also das heißt also bei der Swiss, bei der Lufthansa selber, bei der Austrian, bei der Eurowings und vor allem auch bei der Brussels sollen stillgelegt werden, sogar in einen Langzeit-Storage gehen. Wir sehen ja zum Beispiel immer die Bilder von den A380ern, die da in Frankreich da abgeparkt sind. Ganz einfach, weil da das Wetter besser ist als bei uns. Auch ein Thema ist natürlich der Flugplan selber. Es sind 20% ungefähr vom Flugplan, der 2019 war. Der ist jetzt in 2020. Lufthansa hat ja auch zur Kapitalbeschaffung Flugzeuge verkauft, hat aber diese dann zurückgeleased, also ein sogenanntes Buy- und Leaseback-Verfahren. Man hat allerdings im Flugplan im Moment Flugzeuge, die man fliegen lässt, die einfach nur zur Stabilisierung des Flugplans da sind. Also das heißt, man braucht nicht die ganze Zeit diese ganzen Flugzeuge. Soll jetzt nicht unbedingt so sein, dass man karitativ ist bei der Lufthansa, aber man sieht halt einfach, was es für ein Aufwand ist. Ganz spannend ist auch, was bei der Austrian Airlines passiert mit der 767. Lass uns auch einfach mal schauen, was auf der Bilanzpressekonferenz gesagt worden ist zur Flotte. Ich gebe euch da mal das Bild. Das Bild sagt ganz klar, Lufthansa hat in der gesamten Lufthansa-Flotte, also das heißt mit der ganzen Group zusammen, um da genau zu sein, hat man 763 Flugzeuge. Lufthansa 364, 107 bei der Swiss, 82 bei der Austrian und bei der Eurowings 191. Und dann bei der Cargo 19. Das sind also die Zahlen aus 2019. Das sind jetzt nicht die Zahlen, die aktuell sind. Was ganz spannend ist, wenn man sich das anguckt, ist auch in dem Zusammenhang, dass man natürlich bei der Flotte auch die Cargo-Flugzeuge drin hat, hat auch noch CRJs oder Bombardier Q-Series und Embraer, aber die sind bei der Lufthansa Regional angesiedelt. Das heißt also, die werden in der späteren Betrachtung nicht zum Zuge kommen. Wo wir auch gleich nochmal nachschauen, ist, was die Lufthansa an Flugzeugen bestellt hat. Aber um euch da mal einen Einblick zu geben, was für Flugzeuge benutzt werden, und zwar sind das besonders die A319er. Warum sind das die A319er? Weil die einfach von der Größe her passen. Vorher unbeliebt, ungeliebt. Und das ist das, was die Lufthansa dann gemacht hat. Man hat sie jetzt lieb gewonnen, weil das Flugzeug ist, was man für diesen Bedarf halt braucht. Man hat auch einige A320neo und 21neo bekommen, auch noch nach 2019, also das heißt jetzt auch in der Corona-Krise. Und die werden vorwiegend genommen, weil die natürlich von dem Spritsparen her am besten sind. Die ältesten Jets der Flotte sind wirklich gegroundet. Die 340er sind gegroundet, die alten 747-400er, selbst 10 747-8 sind gegroundet. Warum? Weil man gar keine Langstrecken fliegt. Die einzigen, die nicht gegroundet sind, sind die von der Cargo. Man hat ja sogar zwischenzeitlich Flugzeuge aus der Mainline bei der Cargo fliegen lassen. Um da mal jetzt mal kurz in die Zahlen reinzugehen, bevor es ganz zu trocken wird, schauen wir einfach mal. Also man hat von der Lufthansa jetzt selber, also das ist die Spalte mit LH links, wo 30 steht, hat man im Moment nur noch 23. Davon sind 22 in Gebrauch, eine ist geparkt. Übrigens Alter der Flotte 17,5 Jahre, habe ich für euch recherchiert. Dann hat man 320er. 90 hat man, 36 davon fliegen, 54 geparkt, 6,3 Jahre der Altersschnitt. Und bei dem Airbus A320 ist das genau umgekehrt, das Verhältnis gegenüber dem A319er. Da hat man von den 68 Flugzeugen 58 geparkt, 10 hat man noch in der Luft. Bei den 330ern sind noch alle 15 in der Luft. Bei den 340ern, wie ich euch sagte, die 340-600er, die sind mit der First Class, also 380er hat auch First Class, also die sind am Boden. Da ist es leider so, dass da die 300er-Serie nur noch fliegt. Die haben nämlich keine First Class, die haben nur die
Business Class, Premium, Economy und Economy. Davon fliegen dann noch fast alle. Die 350er fliegen auch alle, weil die natürlich sehr sparsam sind. 380er hatte ich ja schon gesagt, die sind geparkt. Davon sind ja auch einige verkauft, so gut wie, also beziehungsweise gehen an Airbus zurück. Das ist ja auch beschlossene Sache. Man weiß nur noch nicht genau, ob nicht alle Flugzeuge zurückgehen bei der Lufthansa. Und dann bei der Cargo, da verändert sich einfach nichts. Also man kann jetzt einfach mal schauen, wie das Ganze aussieht. Man hat auf der Kurzstrecke 68 Flugzeuge von den 181 noch im Gebrauch und 113 sind geparkt. Das ist das, was Airfleets als nett sagt. Wenn man sich das anguckt, also im Prinzip Flugzeuge, die keine Bewegung hatten oder die als geparkt dann auch deklariert wurden. Es kann auch weniger Flugzeuge sein, die einfach fliegen, weil man natürlich immer wieder die Flugzeuge rotieren lässt. Warum macht man das? Man macht es einfach deshalb, dass wenn ein Flugzeug zum Beispiel länger steht, muss es halt gecheckt werden. Besonders deshalb macht man halt in einem Intervall immer Flüge, damit das Flugzeug immer flug- und betriebsbereit ist, ohne diese teuren Checks und dass man also auch relativ schnell wieder hochfahren kann. Das ist halt der Grund, dass nicht alle wirklich geparkt sind. Es werden auch nicht alle immer ganz benutzt. Dann, was auch spannend ist, ist zu sehen, wenn man auf die Neubestellungen geht, ich habe euch das mal eingeblendet, da sieht man, dass man nochmal Orders hat für die 350er, für die 787, das wird gleich spannend bei der Geschichte mit der Austrian Airlines und man hat 777s auch noch und man hat 777 Cargo noch zwei Stück, die mit einer Option auch noch auf einen zusätzlichen sind. Was eigentlich eine super Geschichte ist, ist die Airbus A220, weil das hat sich herausgestellt jetzt bei der Swiss, dass dieses Flugzeug eigentlich das Workhorse ist. Also dass das Flugzeug von der Größe her, von der Effizienz her das Beste ist. Ich weiß nicht, ob man sich da jetzt ein bisschen so in Anführungsstrichen in Popo beißt, dass man nicht mehr genommen hat. Aber das ist so das, was man herausgefunden hat. Und das ist auch bei den Betreibern das Flugzeug, was am geringsten gegroundet ist. Also das heißt, es gibt bei allen 220 Betreibern keinen, der diese eigentlich irgendwo geparkt hat. Jetzt aber nochmal zur Austrian Airlines. Die haben 767, sechs Stück, mit einem Durchschnittsalter von 24,7 Jahren. Das sind noch die alten Buden. Da sind ja noch von Lauda welche übernommen worden und so weiter. Ihr wisst das ja, wie das ist. Und die ÖLAT soll, das ist die älteste von allen, 2021 abgegeben werden. Und die Boeing 767-300ER mit dem Taufnamen, die ist also wirklich 29 Jahre alt und das älteste Flugzeug, 91 von der damaligen Lauda Air, wie ich ja gesagt habe, fast fabrikneu übernommen worden. Und man hat das dann 2004 in die Flotte der Austrian Airlines integriert. Was dann noch weiter ist, ist mit der Lima Alpha Whisky und der Lima Alpha X-Ray, die sind auch nicht mehr jung, die sollen auch die Flotte verlassen. Und damit hätte man noch drei Flugzeuge, die auch so zwischen 20 und 22 Jahre alt sind. Also jetzt nicht wirklich so. Und die Frage ist halt einfach, was passiert. Und Austrian hat ein sehr, sehr hohes Durchschnittsalter im Vergleich zum Gesamtkonzern. Und zwar hat man ein Durchschnittsalter bei der Austrian Airlines über alle Flugzeuge von 15,7 Jahren. Bei der Swiss ist es das jüngste mit 9,3 Jahren über die gesamte Flotte. Bei der Lufthansa ist es auch vom Durchschnittsalter her etwas überschaubarer. Das heißt also, man ist da knapp bei 11,2 Jahren, nur damit ihr das so mal im Überblick habt. So, und was ist jetzt das Thema? Das Thema ist einfach, die Austrian wird von der Lufthansa jetzt nicht unbedingt mit Flugzeugen beglückt. Warum? Ganz einfach, weil sie nicht profitabel sind. Und solange sie nicht profitabel sind, kriegen sie kein Fluggerät. Da beißt sich die Katze auch so etwas in den Schwanz, weil wenn ich kein Flugzeug habe, was profitabel ist, dann kann ich auch nicht profitabel werden. Also es ist schwierig. Deshalb wäre es doch auf der Langstreckenflotte, wenn es so angedacht würde, interessant, was mit der 787 passiert. Und da kann man noch mal schauen, ob die nicht jetzt von der Lufthansa die 787 bekommen. Das würde für Lufthansa bedeuten, dass man die Austrian weiter stärkt als Fluggesellschaft, dass sie auch ein
ja, ein Carrier werden, der auch weiter in dem Langstreckennetz unterwegs ist und nicht einfach nur verkommt irgendwann zu einem Zulieferfluggesellschaft für die Lufthansa-Mutter oder aber für die Swiss, für die Schwester. Also insofern, das soll wohl diskutiert werden. Das wäre so ein Thema. Und dann natürlich auch in 2022, 2023, einige sagen sogar 2021, soll vielleicht sogar die 777X bei der Lufthansa kommen. Also das wäre auch eine super Geschichte. Also ihr seht hier an den Zahlen, wie viele Flugzeuge wirklich noch von denen, die man hat, in der Luft sind und dass das ein relativ teurer Spaß ist. Und dieser teure Spaß für die Lufthansa ist natürlich nicht so erquicklich. Deshalb muss man halt einfach schauen, was man macht. Hat die jüngsten Flugzeuge genommen? Deshalb an euch ganz konkret die Frage. Und zwar, was ist in euren Augen der Favorit bei den Flugzeugen? Welches Modell macht euch am meisten Spaß, wenn ihr als Passagiere mitfliegt? Werdet ihr vielleicht die 380er vermissen, wenn sie wirklich nicht mehr zurückkehrt mit den verbliebenen Flugzeugen? 6 Stück, glaube ich, sind die verbliebenen. Und das andere ist, würde euch das freuen, wenn die Austrian eine 787 als Ersatz bekommt? Das waren so meine Gedanken zur Lufthansa-Flotte und dass sie Federn gelassen hat in der Corona-Krise, dass man also auch wirklich sieht, dass die Aviation unsere Hilfe braucht, dass wir mit ihnen fliegen müssen. Ich weiß zwar nicht immer, wohin ich fliegen soll, weil ich eigentlich nirgendwo was tun kann, weil man Leuten ja nicht treffen darf. Deshalb, ja, sehr schade. Aber lasst es mich wissen, schreibt es unten in die Kommentare rein. Von Marco und von John, des guten Abend, habe ich gesehen. Weiß jetzt gar nicht, wie ich das wirklich einbauen soll. Also insofern euch einfach einen guten Abend. Und Kommentare unten rein mit Fragen, dann melde ich mich und antworte dazu. Danke, dass ihr wieder dabei wart beim Frequent Traveler TV und bis zur nächsten Ausgabe morgen. Bis dann, ciao.